Moin, 1, 2, 3, mir einmal zu diesem Whisky Special Moments Set. Ist ein bisschen was für Liebhaber, eignet sich auch besonders zum Verschenken und ist eben so eine Box. Wir können uns das hier ja mal direkt anschauen. Das Ganze kommt hier relativ gut verpackt daher. Dann muss ich eben erstmal schnell das Ganze soweit lösen. Und kommt hier auch nochmal eingeschweißt. Das machen wir jetzt hier an der Stelle nochmal direkt auf. Und ist im Endeffekt eben so eine kleine, ja, nennen wir es Holzschachtel, die so ein bisschen, ja, nennen wir es mal den Whisky-Liebhaber strahlen lassen soll. Ist natürlich immer Geschmackssache, ob das am Ende auch wirklich der Fall ist. Aber ich persönlich finde es ganz hübsch. Es ist eine holzgearbeitete Truhe, das hier ist so reingefräst. Das macht erstmal vielleicht dadurch auch auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck. Dann haben wir hier so ein bisschen, ja, altbackenes Scharnier, was aber auch so ein bisschen den Charme eben hier aufnimmt. Und dann haben wir hier drinnen eben unser Set. Und ich zeige das mal hier oben. Erstmal haben wir so kleine Untersetzer eingelassen. Die können wir hier mal uns auch anschauen. Das sind genau zwei Stück. Sind auch in dieser Holzoptik. Sind schön gearbeitet und eben hier auch separat zu verstauen. Dann haben wir hier einmal so eine Danksageskarte. Interessiert uns nicht weiter. Ein bisschen was gegen Motten und Co. Dann haben wir hier unsere kleine Zange. Mit der können wir unsere Kühlsteine rausholen, wenn unsere Finger eben zu kalt sind. Das sind diese sogenannten Kühlsteine. Die sind ganz interessant, weil die sorgen eben dafür, wer es weiß, ist natürlich ein Vorteil schon, aber wer nicht, sind im Prinzip ein Eiswürfelersatz. Sie sind abwaschbar, können einfach ins Kühlfach so gelegt werden, wie sie sind. Und das sorgt am Ende dafür, dass wenn wir denn unser Gläschen haben, was ja auch hier mit drin enthalten ist in dem Set, und das hier drin platziert haben, dass wir dann eben keine Verwässerung von unserem Whisky haben. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht unbedingt den Billow-Fusel trinken, sondern ein bisschen was Schöneres, wo wir nicht unbedingt wollen, dass das verwässert, sondern einen Geschmack halten wollen, sind eben diese Kühlsteine eine super Sache. Davon kriegen wir 4 Stück, also pro Glas 2. Dann haben wir hier noch einen kleinen Aufbewahrungsbeutel, falls man es da rausnehmen möchte. Ist mir ein Rätsel, wenn man so eine Box hat, warum man das tun sollte. Aber es ist eben alles hier drin. Dazu, dass eben hier optisch wirklich schick aufbereitet. Und ich glaube, damit kann man ja den einen oder anderen Whisky-Freund auf jeden Fall eine kleine oder auch eine größere Freude machen.